Herzlich willkommen bei S21 Bau TV. Jetzt das Schwallbauwerk Nord und der Kriegsberg von unten. Bekannter Blick. Ich wollte es einfach nur mal vervollständigen, das Video von oben. Und auch wie jetzt die Baustelle hier unten aussieht. Im Prinzip abgeschlossen, warte darauf, dass die nächste Phase beginnt, also der Wiederaufbau. Oder die Bebauung von dem Areal hier. Der Anschluss an die Heilbronner Straße ist noch nicht komplett abgeschlossen. Bin mir auch nicht sicher, ob die Jägerstraße zweispurig wieder freigegeben wird. Ich habe ja bis jetzt immer vermutet, es bleibt so, weil es für die nächste Bauphase dann gleich weiter genutzt wird. Ja, und das Stück Heilbronner Straße, das nehmen wir in diesem Videoclip natürlich noch mit. Ich habe ja immer von der Rampe gesprochen, die dann runter zum Kehrtunnel führt. Aber in Wirklichkeit merken wir jetzt, wird einfach die Steigung der Heilbronner Straße nicht mitgenommen und somit läuft es fast flach in den Kehrtunnel rein. Und das sehen wir gleich von vorne, wie waagrecht, fast waagrecht das angelegt ist. Kurzer Halt für K28. Ja, und hier sind Stäbe drin mit Markierungen. Kann man sich also vorstellen, dass da demnächst eine Asphaltdecke reinkommt und eine Fahrbahn.
Genau, wenn ich jetzt hier längs der Heilbronner Straße schaue, das ist etwa der ursprüngliche Verlauf. Und wenn man zurückschaut, sieht man, das ist genau die eine Fahrspur und läuft dann nach rechts ausgeschwenkt in den Kehrtunnel. Geht bestimmt noch ein bisschen ab. Ein bisschen nach unten von hier vom Backerhaus gesehen. Aber als Rampe möchte ich das jetzt nicht mehr bezeichnen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.